Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem eingesendeten Gefecht in der Flint von Hel. Die Flint, da könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, die gab es ehemals für, Gott, waren es drei, waren es fünf, lass fünf gewesen sein, fünf erste Plätze im Ranked. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr noch genau wisst, wie viele es waren. Danach ist Wargaming hergegangen und hat gemeint, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen kurzsichtig gewesen, hier alles auf Rank zu schieben. Wir haben jetzt auch geile Clan-Gefechte gemacht und wollen jetzt nicht unbedingt direkt was Neues rausbringen, extra für die Clan-Gefechte. Das sind so stressig. Wir packen das Ding für Stahl rein und es gibt ab sofort für Clan-Gefechte und für Ranked Stahl. Keine schlechte Idee. Bedeutet, der Zugang zu den Schiffen ist schon mal ein bisschen größer über die, naja, ganzen Spieler, würde ich jetzt mal behaupten. Dann ist Wargaming jetzt hergegangen und gesagt, ja oh, gut, die Schiffe sind vielleicht jetzt nicht so interessant. Also ich spreche hier von New Strategy von Flint. Und ja, die Black ist eigentlich doch interessant, aber ist doch nur ein 9er. Deswegen packen wir die jetzt raus, weil die werden für Stahl relativ schwach gekauft. Und wir geben sie für Kohle in das NTC oder ins Forschungsbüro, wie es jetzt heißt, Research Bureau oder Forschungsbüro. Keine schlechte Idee, wie ich finde. Bin ein Freund von solchen Sachen. Zeitexklusivität mag ich zwar generell nicht wirklich. Schiffsentwertung für Stahl oder dann für Kohle und dann vielleicht normal sehe ich auch nicht. Das Ding ist eh nichts wert, also ist für mich nur virtuelles Gut, das ja. Man schauen muss, ob man dafür echtes Geld investieren muss oder sollte. Generell, ja, ich sag's auch immer, ich zahle Zeit. Bedeutet, wenn ich viel Spaß habe mit einem Spiel, wenn es Free-to-Play ist, dann zahle ich ein Fuffi für ein Vollpreisspiel. Und noch ein Fuffi, wenn ich mehr als ein Vollpreisspiel gezahlt habe. Und noch ein Fuffi, wenn ich nochmal die Zeit eines Vollpreisspiels gezahlt habe. Ihr versteht, worauf das hinausläuft. Ne? Also, dass ich sagen kann, gut, ich habe jetzt, sagen wir, 40 Stunden hier gespielt. Das ist ein Vollpreisspiel. Mittlerweile sind es wahrscheinlich nur noch 20 Stunden bei 60 Euro Vollpreisspiel. Aber so in die Richtung. Ich habe schon hunderte Stunden World of Warships gespielt. Da könnt ihr euch ausrechnen, was da noch mit reinkommt. Kauft keine Schiffe, ich kaufe mir den Spaß. Das mache ich bei allen Schiffen so. Oder bei allen Spielen so. Sei es Star Citizen oder sei es ein Online-MMO, wo man quasi Geld investiert, um das Spiel zu bezahlen, weil man es gratis spielen kann. Und ob man das dann in Cosmetics ausgibt oder in sonstigen SB-Buffs oder was auch immer, ist scheißegal. Oder Premium zahlt. Zumindest bei mir ist das scheißegal. So. Die Flint ist ein ultraleichter Kreuzer, wie ihr vielleicht wisst. 127 mm mal 6x2. So muss man das dann sagen. Die Atlanta hat auf der Seite, ein bisschen runter, es wird nicht so viel zu sehen sein, auf der Seite hier einen Turm, aber hier, und auf der anderen Seite auch. Das bedeutet 8x2. Und wenn ich eines in World of Warships hasse, es sind nicht die Spieler, die das Spiel nicht checken und Breitseite zeigen in ihren Schlachtschiffen. Nein, das ist ihr Fehler. Sie vermisst sich dadurch das Gefecht oder die eigene Gefechtserfahrung und natürlich auch zu teilen die des Teams. Aber wenn ich etwas hasse, sind die Idioten, muss ich jetzt leider sagen, die einen Leichtkreuzer hinter der Insel hervorrahmen, die ein Schiff, das auf offener Fläche gegen ein Schlachtschiff nicht bestehen kann, aus dem Nebel schieben oder drängen. Oder, was auch sehr, sehr schlimm ist, was richtig abartig dämlich ist, quasi das Ende der Nahrungskette der Intelligenz, ist, wenn man bei einem Schiff, das offensichtlich noch nie geschossen hat und noch nie offen war, auf 300 Meter ranfährt oder vorbeifährt und genau dann schön schießt. Ja, was wird etwa passieren, wenn man nebeneinander fährt? Der Feind wird auf das Schiff, das schießt und das offen ist, schießen und wird dahinter dann wahrscheinlich den zuren Kreuzer, den noch nie offen gewesenen Kapitän und sein Schiff zitadellieren. Das ist das Allerletzte. Das ist so kurz gedacht, das ist wie 2 Meter Feldweg. 2 Meter ist zu viel, 1 Meter Feldweg. Das ist brutal. Genau das passiert viel zu oft. Da reagiere ich allergisch drauf. Wie ihr hier schon sehen könnt,
müssten wir hier 792 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit haben, der 127 mm Granaten bei 2100 AP und 1800, 1700 HE. Es sind die Geschütze der Sekundärartillerie mancher Schlachtschiffe. Diese nämlich auch mit 792 Meter pro Sekunde, 127 mm, 5% glaube ich Brandwahrscheinlichkeit und dem Alpha ungefähr auch in diese Richtung. Sprich, wir haben hier ein Schiff, also eine Flint, die quasi eine Sekundärartillerie-Erweiterung einer Montana ist, zum Beispiel. Mehr nicht. Natürlich Stufe 7, Stufe 10, aber auch Stufe 9 und Stufe 8 haben 127 mm. Man muss noch schauen, ob Stufe 7 das auch hat, aber puh. Kann sein, aber nicht in dem Ausmaß, dass man sagen kann, da ist auch eine Flint dran. Tja, die Flint. Ein Schiff, das zwangsweise, gleich wie die Atlanta, und ich maße mir ein zu sagen, dass ich da gar nicht so schlecht bin mit der Atlanta, sehr, sehr vorsichtig zu spielen ist. Da, wo die Atlanta, sagen wir die 8x227mm, die 4km Torpedos, das Radar und den T-Virus hat, oder nein, daneben auch die hydrophysische Suche, haben wir bei der Flint nur und auf 5 Seiten die 6x2 bei 5 Sekunden. Und dafür 9,2 Kilometer Torpedos. Ja, habt ihr richtig gehört, 16.000 oder so Schaden müssen die machen. Sind das die der Banson? Wer? Oder sind das die der Mehen, die ausgebaut? Sind das dieselben? Das weiß ich nicht. Müssen wir mal nachschauen. Und Smoke. Sprich, eine Atlanta muss noch viel vorsichtiger sein. Oh, die Gepard da. Gepard könnte man jetzt beschießen. Ich würde die Gepard beschießen, die ist nämlich offen. Da muss man noch viel, viel vorsichtiger sein. Ansonsten hat man keine Chance, wenn man einmal offen ist, zuzugehen oder das zu überleben. Hier, die Flint, die hat quasi, naja, den unvorsichtigen Ticker, den Nebel. Bin ich zu lange offen, werde ich anvisiert, dann smoke ich mich. Die Flint wie die Atlanta, also diese sehr, sehr leichten Kreuzer und wie dann später auch die Colbert oder auch die Smolensk, da natürlich auf einer anderen Stufe, mit anderem Kaliber und anderen Gegnern, die haben andere Panzerungsstärken. Sind alles Schiffe, sehr leichte Schiffe, die relativ schnell raus sind. Und die davon profitieren, wenn das Gefecht sehr, sehr lange geht. Also sind Schiffe, die gerne Schaden über Zeit machen, weil es einfach wichtig ist für ein Kaliber dieser Größe, wenn man keine Pens machen kann, dass man Schaden durch Brände macht. Zum Beispiel, oder dass man die Torpedos hier reinsetzen kann, die 9,2 Kilometer sind echt nicht von schlechten Eltern. Das ist tatsächlich nicht wenig. Nicht wenig. Und ich weiß, viele von euch finden, dass eine Flint oder eine Atlanta oder die leichten Kreuzer wie die Cleveland und die Seattle nicht so spannend zu spielen sind. Aber ich sage, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall, weil bei diesen Schiffen darf man sich keinen Fehler erlauben. Ja, das mag vielleicht beim Zusehen nicht so interessant sein, weil, schaut euch das an, Hill sitzt hier an der Insel, Querstrich, hinter der Insel, Querstrich im Smoke. Und feuert und feuert und feuert. Quasi, er arbeitet das gegnerische Team ab. Gut, da kann man jetzt sagen, warum nach vorne fahren, wenn der Feind auch kommt. Eine Tirpitz hat es auch nicht weiter geschafft. Die super tolle Gepard wurde von einer Cleveland geholt, die lange offen war und dann schlussendlich dann nicht mehr von der Tirpitz rausgeschossen wurde. Nein, von der Devonshire. Oh, nein, auch nicht. Wer hat die rausgenommen dann? Wasserflugzeugträger. Der Kill fehlt. Gepard war es auch nicht. Colorado? Ah, die ist auf der anderen Seite verreckt. Ich habe nicht aufgepasst, wer sie rausgenommen hat. Aber war tragisch. Und wenn man hier schon sieht, ist nicht so schwierig. Oder? Einfach nur aufhalten und feuern. Wobei, hinten kommen jetzt die Boys hier rum. Da muss man gut aufpassen. Da ist sie. Jetzt ist sie wieder offen. Und die Massachusetts natürlich. Maximale Aufdeckungsreichweite von 4,6 Kilometer bei Feuern im Nebel. Alles Dinge, worauf man achten muss. Gut, dass hier der Front das Frontgeschütz nicht getroffen hat. Und das war jetzt zu viel. Die Boise ist schon drin. Das ist jetzt kritisch. Jetzt heißt abhauen. Ja, ich würde hier nicht torpedieren. Ich würde einfach abhauen. Ich würde aber theoretisch eigentlich weitaus eher die Boise mit den 5x352 mm beschießen, während ich versuche, hier hinter die Insel zu kommen. So, dass die Sekundärartillerie nicht durch die
wo die Bäume kommen, durch die Inseln. Und das Mistding halt jetzt hoch, jetzt wird es kritisch. Also ich würde hart rechts fahren und lassen gleichzeitig mit AB auf die Bäuse schießen. Denn ohne AB wird das ja jetzt sowieso nicht mehr zu gewinnen sein. Ja, die müssen zusätzlich raus, aber die Bäuse, der Reload ist zu stark. Die 5,2 Kilometer sind ideal für die. Komm, gib AB. Heel, gib AB. Zu spät. Aber die eine Salve, die hätte es noch sein können, aber es sind zwei Brände gemacht worden. Ja, das war's hier. Das war's. Tja, ein kleines Fazit. Atlanta, sehr, sehr geiles Schiff, habe ich geschenkt bekommen von einem Zuschauer. War böse. Niemand sollte mir Schiffe schenken, da ich 90% aller Schiffe mittlerweile habe. Und behaltet euer Geld für euch, kauft auch ein schönes Schiff, unterstützt so World of Warships dann in dem Sinn, dass ihr euch ein Schiff dazu kauft, als Ausgleich für quasi ein Premium-Spiel oder Premium-Schiff. Kaufe mir die Dinge gerne selbst, aber es hat mir die Augen geöffnet bei Atlanta. Ist schwierig zu spielen, aber sehr, sehr geil zu spielen. Dasselbe wie bei der Flint eben auch. Und wenn sie für Kohle kommt, werde ich sie mir holen, weil es ist ein leicht anderer Spielstil. Ich finde die Flint sogar wahrscheinlich leichter dann mit dem Nebel, weil man hat einfach, es ist angenehmer. Man hat etwas in der Hinterhand. Selbst wenn man ihn nicht einsetzt, weiß man, dass er dennoch da ist. Und wer mit der Atlanta und Flint auf Stufe 7 oder auch mit der Boise, mit den ganzen leichten Kreuzern, da gut übt auf Stufe 7, der wird ab Stufe 8, wo es ein bisschen schwieriger wird, mit Stufe 10 Gefechten und den fetten Kalibern und den großen Schiffen mit vielen Granaten in der Luft, wie dem großen Kurfürsten, der Montana, dem Conqueror etc. Auch im leichten Kreuzer die Inseln und die Karten so weit, so gut kennengelernt haben, dass er immer weiß, wie und wo er hinzufahren hat, um nicht die ganze Zeit offen zu sein, um vielleicht rauszugehen. Und wie schon vorher erwähnt, es ist sehr, also trotz gegenteiliger Annahme, echt spannend, hinter den Inseln oder mit Adrenalin in den Adern zu warten und zu schauen, wo kommt der Feind, vor allem, wenn man nicht die ganze Zeit gesmoked wird. Interessant. Diese Schiffe sind, obwohl sie eine relativ statische Aufgabenabdeckung haben, wie zum Beispiel nahe ans Cap, um dann noch entweder zu scouten, Hydro einzusetzen, Torpedos, die vorbeidüsen, aufzudecken oder eben den DD zu unterstützen mit einem gesunden Radar und das aus ganz, ganz knapper Entfernung vielleicht noch ein bisschen Support bekommen. Ganz im Gegenteil, diese Schiffe sind eigentlich sehr, sehr aufregend zu spielen. Man muss sich nicht viel bewegen, um Angst zu haben, dass man aufgeht, wenn das Gegnerteam pusht, um in Bedrängnis zu kommen, dass man Adrenalin spürt. Und genauso ist es eben auch bei Flint und bei Atlanta. Krasse Schiffe mit wenig Reichweite, nah an den Feind, bedeutet immer viel Risiko. Und bei diesem Kaliber und dieser, naja, kleinen Schadensmengen, die pro Salve rumkommen, nicht unbedingt immer viel Reward, viel Belohnung dafür. Hier haben wir, würde ich sagen, eine typische Skillung, weil da fehlt auf jeden Fall noch BFD. 4,5 Sekunden, davon profitiert die Flint gleich wie die Atlanta und das nicht wenig. Ja, da haben wir noch Inspekteur wegen dem Smoke mit dabei, das ist klar, das braucht man zum Beispiel bei der Atlanta nicht unbedingt, wenn man nicht möchte. Da kann man theoretisch auf Sprengmeister gehen, um dann noch ein bisschen was von IFAE auszugleichen, die plus 2% und dann noch Flaggen. Das ist auch nicht ohne, aber jedem wie es ihm gefällt und hier haben wir eine auf Anti-Air geskillte Flint und man muss schon sagen, sie sieht schon sexy aus. Problem bei der Sache ist, oh schauen wir zuerst mal, 110.000 haben wir gesehen. Waren 1922, ich glaube, das ist super in Stufe 8 Gefecht. Ja, es war noch Stufe 6er mit dabei. Wegen je nachdem, was man hier abfahren. Wenn man viele Massachusetts abfahren mit 60.000, dann gibt es natürlich nicht so viel Cash, wie es, wenn man eine Cleveland oder eine Boise erledigt. Immerhin 3.000 Schaden auf die Devonshire. Wäre lustig, wenn das abgezogen werden würde, anstatt nach oben, wenn man da mit minus 30.000 aus dem Gefecht rausgeht, wenn man Torpedos reingeballert hat oder 2-3 und den eigenen Teammate damit versenkt hat, da würden vielleicht ein paar anständiger fahren. Oh, ich kann mich noch an den Rage vom Beginn des Gefechts erinnern. 487.000. Aber kommen wir noch einmal zurück zum Bild hier. Das Schiff ist wunderbar und ich werde mir das auf jeden Fall besorgen, wenn ich alle Schiffe sonst für Kohle gekauft habe, die ich als notwendiger erachte. Die Flint ist ein schönes Schiff und hätte ich die Atlanta nicht, die habe ich übrigens geschenkt bekommen, vielen lieben Dank nochmal, war aber böse, das machen wir nicht, weil der Zuschauer, der mir das geschenkt hat, sehen wollte, ob ich mit dem Schiff auch fahren kann, weil es ist ein sehr schwieriges Schiff und er kommt damit nicht zurecht.
Ja, wie gesagt, 90% Winrate auf 22 Gefechte ist natürlich immer pusht. Man muss Glück haben mit dem Team, man verliert, man braucht eine gescheite Divi, auch wenn ich mich nicht carryen lasse in der Divi. Naja, ich werde sie mir trotzdem irgendwann holen, aber nicht sofort. Wenn man die Atlanta besitzt, dann braucht man sie nicht unbedingt. Sammlung und einfacher zu spielen wahrscheinlich die Flints. Wenn ihr sie nicht habt und Kohle überhaupt, anstelle des Premium-Schiffs Atlanta euch die holen wollt, kann ich nur dazu raten, weil ist echt geil. Also es macht echt Spaß, das Schiff zu fahren. Es braucht nicht viel, und man ist raus, aber genau das macht die Spannung aus. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.